feiern in einem einzigartigen Ambiente. Moor in Krömbach in Gunskirchen. Der gelungene Mix aus Tradition und Moderne macht unseren Hof zur perfekten Location für Ihre Feste. www.moor-in-krönbach.at. Guardi, Werte aus Österreich. Zäune, Tore, Balkongeländer, Carports. Guardi.at. Hast Mode, Trachtenmode für die ganze Familie. Topmodische Damen, Herren und Kindertrachten. www.hast-mode.at. In unserem Sortiment haben wir auch eine große Auswahl an Gastronomietrachten. Hast-mode.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Aktuelles aus der Region für die Region. Sport, Wirtschaft, Gesellschaft und vieles mehr. Diese Woche neu. regional-magazin.at. Am von Leichnamstag, Donnerstag, den 26. Mai, ist Ladies Day in St. Peter am Hart. Um 16 Uhr das große Finale des oberösterreichischen Ladies Landescup zwischen Garsten und Wolfern. Als Vorspiel um 13.30 Uhr das Schlagermatch der oberösterreichischen Frauenklasse Südwest. Union St. Peter am Hart gegen die Union Hochburg Ach. In der drittletzten Runde der Regionalliga Mittesaison 2015-2016 steht im Maximilian-Pagel-Stadion das Oberösterreich-Derby zwischen dem ATSV Stadl-Paurer und dem SV Zaunergrub Wallern am Programm. Während sich der starke Aufsteiger keine Sorgen mehr machen muss, für die Meierlebe 11 geht's eventuell noch darum, gleich in der Premierensaison am Stockerl, sprich dem dritten Platz zu landen, sieht's für die Trattnachtaler ziemlich düster aus. Derzeit rangiert man auf dem drittletzten Platz in Österreichs dritthöchster Fußballliga. Und so, wie es derzeit aussieht, siehe noch immer nicht erteilte Lizenz für Klagenfurt, müssen wohl mindestens drei Vereine den Weg in die jeweiligen Landesligen antreten, also Wallern den in die Oberösterreichliga. Das alljährliche Chaos bei den Auf- bzw. Abstiegsszenarien nervt inzwischen so ziemlich jeden. Für die Mannschaften, die es betrifft, wird es sehr schwierig sein, weil sie nicht wissen, für welche Liga das sie planen. Und ich kann mir es gut vorstellen, aber ich glaube auch, dass es schwierig sein wird für die Verantwortlichen, das anders zu lösen. Ich weiß es nicht. Ja, das ist eigentlich sehr unangenehm, weil man in der jetzigen Phase, beziehungsweise wahrscheinlich bis 9. Juni nicht wissen, in welcher Liga das wir sind. Und demnach können wir natürlich auch die Planungen nicht so gestalten, wie sie sich normalerweise kehren würde. Es ist leicht gesprochen, wenn man sagt, man soll zweigleisig planen, weil da sind einfach Welten dazwischen, zwischen Oberösterreichliga und Regionalliga. Und speziell was Spieler, Trainer und so weiter anbelangt, ist das ganz, ganz schwierig. Gedanken macht man sich natürlich auch über die geplante Bundesliga-Reform, die ab der Saison 2017-2018 kommen soll. Ja, also diese 12 in der ersten Liga, 16 in der zweiten Liga mit Lizenzierung leid oder erleichtern, das denke ich mal, das macht Sinn. Also ich sage eigentlich schon seit zig Jahren, weil es ja auch meine Söhne betrifft, die in der zweiten Liga im Speziellen, ich sage mal, ein sehr hartes Dasein gehabt haben, also wo kaum was zum Verdienen ist und wo du eigentlich nicht von einem Profitum reden kannst, sondern das ist halb professionell und für mich war das über Jahre einfach Hochstapelei, was da betrieben worden ist und dem gehört eh ein Ende gesetzt und sag mal, halb Amateur, halb Profi ist sinnvoll in der zweiten Liga und das ist schon okay so. Das wäre natürlich ganz super, wenn man eine zweite Liga hat, wo man keinen Profi-Status unbedingt braucht, wo man mit Amateur spielen kann, mit geringeren Lizenzauflagen und so. Ich wäre für diese Form von einer 16er Liga, wo jeder Regionalligist aufsteigt, also durch drei Absteiger und drei steigen auf, die Meister. Ein Thema für Stadl-Paurer, so eine zweite Liga? Ja, wenn du uns ein paar Sponsoren bringst, dann wird es sicher ein großes Thema sein.
Apropos ATSV Stahlpaurer, da kehrt im Sommer ein alter Bekannter zurück an die Traun. Gennadi Petrov verlässt Andorf und wird Spielertrainer bei den ATSV Juniors. Unser Vorstand hat die Prämisse ausgegeben, wenn wir aufsteigen, brauchen wir einen Spielertrainer, womöglich einen stürmenden Spielertrainer. Und so passt uns das ganz genau, dass er wieder nach Hause will, der Geni, wenn wir schon von dem reden. Und mich freut es, dass er wieder zurückgefunden hat. Wir waren seine erste Station in Österreich. Nach diesen News zurück zum Regionalliga-Mitte-Match der Stadlinger gegen den SV Zaunergrupp Wallern. Den Ehrenanstoß nehmen gleich zwei Firmenchefs vor. Mr. Moin Grönbach, Alex Bieringer und Zaun-Zampano Markus Manzenreiter. Ja, es ist so, die Firma Guardi ist ein Unternehmen, das sehr stark aufstrebend ist und da tut sich immer was. Und wir suchen einfach Partner, die auch nach oben streben und wo sie auch was tut. Und darum haben wir uns halt für den ATSV Stahlbauer entschieden, dass wir da was unterstützen und mitwirken. Ne? Wie wird das Spiel heute ausgehen? Ich tippe 3-1 wie im Herbst. Vorweg, mit diesem Tipp liegt der Matchsponsor gar nicht schlecht. Auch wenn der erste Aufreger nach nur 2 Minuten Wallern gehört. Zaunergrupp-Angreifer Reinhard wird von Stadels Dufniak im 16er gestoppt. Die Frage dabei, fair oder nicht? Schiri Praschl meint Ersteres und lässt weiterspielen. 4 Minuten später wird Mario Peter die Kugel in die Tiefe gespielt. Der Mann aus Bad Gäusern, alleine unterwegs Richtung Gästetor, das nach einer Genickstarre von Einserkeeper Haberl an diesem Tag von Benjamin Jetzinger gehütet wird. Der Rest ist für den ATSV-Angreifer eine reine Formsache. 7. Minute, ATSV Stahlpaurer führt gegen den SV Wallern mit 1:0. Der Jubel der etwas über 300 Fans im Maximilian-Pagel-Stadion ist noch nicht verklungen, da heißt es schon wieder fest klatschen. Krachanow ist auf der linken Seite von den Tratnachtalern einfach nicht zu stoppen. Seine Hereingabe übernimmt Peter Wolle und wird so innerhalb von 60 Sekunden zum Mario Doppelpack. 8. Minute, der ATSV Stahlpaurer führt gegen Wallern jetzt mit 2:0. Den Fans bleibt jetzt etwas mehr Zeit, um sich über dieses Tor zu freuen. Allerdings auch nur knappe 5 Minuten. Denn in der 12. Minute dann diese Szene. Fängt SVW-Goalie Jetzinger das Spielgerät in oder außerhalb des 16ers mit den Händen? Praschl entscheidet auf außerhalb und damit Freistoß für die Traunviertler. Dies ist eine Angelegenheit für Edin Hodzic. Der Meierleb-Schützling zirkelt die Kugel rechts an der Mauer vorbei in die Maschen der Gäste. Die Jungs aus der Vitalwelt Hausruck steuern auf ein Debakel zu, liegen nach nur 13 Minuten gegen Stadlpaurer schon mit 0:3 zurück. 3 Minuten später ist Peter nahe dran an seinem 3. Treffer. Nach einer Hodzic-Flanke und seinem Kopfball muss Jetzinger aber nicht zum 4. Mal in diesem Regionalliga-Mitte-Oberösterreich-Derby hinter sich greifen. Er fängt das Spielgerät. Die Stöttinger Boys schalten jetzt etwas zurück, sind aber immer noch die uneingeschränkten Chefs dieses Matches. Und wenn sie wirklich wollen, ja, dann machen sie auch Tore. Fellinger mit dem 40-Meter-Heber zu Bojan Mustacic, der ist um einige kmhs zu schnell für die Gästeabwehr, das 4:0 für den ATSV Stahlpaurer in der 42. Minute. Die Perner Elf kann von Glück reden, dass die Meierleb-Mannschaft nicht jeden ihrer Fehler in Treffer ummünzt, denn dann würde es nach 45 Minuten nicht 4:0, sondern schon 5 oder 6:0 stehen. Diese Szene ist dann auch die letzte, bevor es mit einer 4:0-Führung des ATSV Stahlpaurer gegen den SV Zaunergrupp Wallern in die Kabinen geht. Feiern in einem einzigartigen Ambiente. Moor in Grönbach, in Gunskirchen. Der gelungene Mix aus Tradition und Moderne macht unseren Hof zur perfekten Location für Ihre Feste. www.moor-in-grönbach.at.
Guardi-Werte aus Österreich. Zäune, Tore, Balkongeländer, Carports. Guardi.at. Hast Mode, Trachtenmode für die ganze Familie. Topmodische Damen, Herren und Kindertrachten. www.hast-mode.at. In unserem Sortiment haben wir auch eine große Auswahl an Gastronomietrachten. hast-mode.at. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Aktuelles aus der Region für die Region. Sport, Wirtschaft, Gesellschaft und vieles mehr. Diese Woche neu. regional-magazin.at. Am von Leichnamstag, Donnerstag, den 26. Mai, ist Ladies' Day in St. Peter am Hart. Um 16 Uhr das große Finale des oberösterreichischen Ladies' Landescup zwischen Garsten und Wolfern. Als Vorspiel um 13.30 Uhr das Schlagermatch der oberösterreichischen Frauenklasse Südwest. Union St. Peter am Hart gegen die Union Hochburg Ach. Und es gibt sie doch noch, die Trattnachtaler, werden sich wohl einige auf den Rängen denken, als Wallern in der 55. Minute durch Fazzini die Riesenchance zum 1:4 Anschlusstreffer hat. Der SVW-Mann scheitert aber an Stadl-Schlussmann Michel. Dies aber nur ein kleines Strohfeuer der Gäste. Den Ton gibt nach wie vor Stadl Power an. Auch wenn man sichtbar nicht einen, sondern einige Gänge zurückgeschaltet hat, gibt's nach schönen Aktionen immer wieder Top-Möglichkeiten, wie hier durch Lukas Kragl in der 60. Minute auf 5:0 zu stellen. Eine Viertelstunde vor Schluss haben die Meierleb-Schützlinge dann gleich eine Doppelchance auf dieses 5:0. Nach Hocic-Vorlage vergeben sowohl Kragl als auch Matesic ihre Möglichkeiten. Zwischen den beiden Teams liegen einfach Fußballwelten. Und die Chance, dies auch in Zahlen auszudrücken, hat in der 85. Minute abermals Kragl, findet aber in Jetzinger seinen Meister. 3 Minuten vor dem Ende noch eine kleine Spielerei der Heimabwehr. Wallans Reinhardt mit der Riesenmöglichkeit auf den Ehrentreffer. Ein erfolgreicher Abschluss schaut aber leider völlig anders aus. Es bleibt beim 4:0 Erfolg des ATSV Stadl Power gegen den SV Zaunergrub Wallern. Die Traunviertler damit weiter mit dabei im Kampf um Platz 3. Bei den Hausruckviertlern gehen schon langsam die Regionalliga-Lichter aus. Also alles Gute und kommt hoch, SV Wallern!